mal schauen, wie das Gerät funktioniert. Ein Scanner wird auf den Herzschrittmacher von Horst Dietz gelegt. So werden die Daten des Schrittmachers übermittelt. Das hier ist eigentlich eine Routineuntersuchung. Doch sein Herzschrittmacher hat ein Problem. Er könnte gehackt werden. Der Herzchirurg Volker Bersch muss das momentan vielen Patienten erklären. Vielleicht haben Sie es schon im Fernsehen gesehen. Es gab Berichte, dass man den Herzschrittmacher fernsteuern könnte. Das wird damit unterbunden. Diese Software können wir aufspielen im Oktober, November, wenn wir sie zur Verfügung gestellt bekommen haben. Hacker, die auf Herzschrittmacher zugreifen, das macht vielen Angst. Das würde mir dann schon Sorge machen, wenn ich wüsste, dass es dieses Vorgehen gibt. Die Herzschrittmacher mit der Sicherheitslücke werden von dem amerikanischen Unternehmen Abbott hergestellt. Ein Interview bekommen wir von der Firma nicht. In einer E-Mail erklärt uns Abbott, dass alles halb so wild ist. Bisher gibt es keinerlei Meldungen über unbefugte Zugriffe auf Implantate. Und aus einer vom US-Ministerium für Innere Sicherheit veröffentlichten Empfehlung geht hervor, dass ein Angriff auf die Sicherheit dieser Geräte eine hochkomplexe Verknüpfung von Umständen erfordere. Ist ein Hackerangriff wirklich so unwahrscheinlich? Die Experten beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik in Bonn sind jedenfalls gewarnt, denn das Problem betrifft viele. Das sind in Deutschland rund 13.000 Personen, die davon betroffen sind. Das ist der derzeitige Erkenntnisstand. Und es geht natürlich vor allem darum, dass diese dann entsprechend von den Ärzten, von den Krankenhäusern darüber informiert werden, dass es hier ein Update erforderlich ist. Und das wird dann kurzfristig auch durchgeführt werden. Genau dieses Update gibt es aber wohl erst in einigen Wochen. Solange müssen Patienten wie Horst Dietz mit der Unsicherheit leben. Sein Arzt versucht zu beruhigen. Also um jetzt in diesem speziellen Fall die Datenverbindung zu stören, müsste jemand dieses Gerät besitzen und dieses Gerät näher als 20 cm an den Patienten, in aller Regel sogar näher als 10 cm ranbringen und dann erst kann eine Kommunikation stattfinden. Das heißt, man müsste ihn schon umarmen oder sowas? Und man müsste so ein Gerät zur Verfügung haben. Das klingt erst einmal beruhigend, aber wer weiß schon, wozu Hacker in der Lage sind. Beim BSI in Bonn mahnt man deshalb dazu, die Sicherheit bei der Entwicklung neuer Produkte in Zukunft mehr zu berücksichtigen. Es geht darum, dass man das Thema von vornherein der Informationssicherheit von vornherein mitdenkt. Und das ist das, was wir gerade auch in der Cybersicherheitsstrategie der Bundesregierung dargelegt haben, dass man halt nicht nur über neue Funktionalitäten, zum Beispiel Verbesserung der Laufzeiten der Batterien etc. nachdenkt, sondern auch, welche Steuerungsmöglichkeiten und Eingriffsmöglichkeiten habe ich von draußen. Und dafür gibt es herausragende Sicherheitskonzepte. Vernetzte Geräte wie Herzschrittmacher brauchen eben besonderen Schutz. Horst Dietz ist froh, wenn er in einigen Wochen durch das Update wieder sicher ist.